Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe. Das ist mein Centurio und das ist mein Jalvin. Irgendein kleiner Battle-Roboter. Ja, wir spielen MechWarrior 5, Folge 2. Wie hieß denn das? MechWarrior 5 Mercenary? Ach, egal. Weiß der Untertitel gerade nicht. Mercenaries? Egal. So, was haben wir hier? Können wir uns noch die Max angucken, oder was? Achso, der braucht noch 36 Tage. Schrottreif. Und der auch 36? Den haben wir noch gar nicht einen Auftrag gegeben. Zwölf Tage. Was? Dann 75.000 letztes Mal veranschlagt. Scheißsystem, ey. Fuck. Wucherpreise hier. Rihanna, wir müssen fliegen. Das ist teuer hier. While you were planet side, I got word from Spears about the plan he's put in place for us. Take a listen. Rihanna, Commander. Good news. I think I can get you safely past the blockade with the aid of a local mining company. To make everything work, I'm gonna have to find you guys a recycled mercenary identification number. A new identity, essentially. Nyx Cavaliers, for all intents and purposes, no longer exists. I'll match that number to a new name of your choosing once the time comes. So, think about what you want to call yourselves. While I arrange that, you're gonna have to do a little work for the mining company in exchange for their cooperation. Oh. Things go well. They've agreed to hire you to transport some precious cargo out of the system, aboard an inbound jump ship. Using the new mercenary ID and with a legitimate contract in hand, you should have no problem slipping through the blockade. I've attached the particulars to this message. I'll be in touch once you've completed the mission. Good luck. I already reviewed the information Spears sent. The mission is a straight-up protect and defend op. Seems these raiders have been harassing the mining company, among others. Stealing from them, extorting them, killing innocent civilians when their demands weren't met. I've uploaded the pertinent details into the mission briefing, so I won't repeat them here. You're good to launch any time, Commander. Roger that. I'll see you on the other side. Ja, Konfliktzone, das ist ja Wucher. Wucher-Konfliktzone. Wo waren die Aufträge? Aufträge? Ach, haben keine? Hä? Hat sie nicht gesagt, wir haben einen neuen Auftrag oder so? Also wenn ich jetzt warten klicke, haben wir jetzt einen fertig, ja? Ah, ausstehende... Unmittelbare Bedrohung. Die Siedlung der Bergbaugesellschaft ist schutzlos gegen Plünderer angegriffen. Commander, deshalb müssen wir sie unterstützen. Ich werde dich in sicherer Entfernung absetzen, begebe dich nach der Landung dorthin und verteidige sie. Sollte ein einfaches Rein und wieder raus sein. Nimm wahr. Scheiße, da steht's. Oder brauchten wir wirklich dazu erstmal einen Mac? Weil jetzt haben wir das ja quasi. So, unmittelbare Bedrohung. Ich gehe mal wieder, ich nehme den Punkt und gehe mal wieder auf Schrottteile. Schließen, ganz kurz. Komm gleich wieder. So, mein Kleiner. Mit dir gehen wir ja wieder und haben Spaß. Du bist unser Kreuzritter? Du brauchst das schon. Warum sieht denn das so kacke aus? Geht es nicht dunkler?
Farben. Kann ich das nicht hier einfach von der Farbe übernehmen? Kann man sich das selber noch hier irgendwie rein... Nee, der hat... Nein, hörst du auf. Ist ein Rot? Und das Grau? Vielleicht ein bisschen dunkler? Nee, ich hätte gerne mehr Grau. Holzschritte hat was, finde ich. Ich werde hier bestimmt hier noch häufig mal reingucken. Ah, Steine haben sie auch. Super. Tartan. Virus. Du bist jetzt Kreuzritter. So. Haben wir was Wichtiges gemacht. Können wir ihn... Kühllagerung? Nee. Ich wollte nochmal gucken. Ausstattung. Genau. Rechter Torso, linker Torso. Ach, das sind die Laser. Aber ich kann hier keine Arme? Andere Waffen? Düsen. Düsen? Wir können den Düsen geben. Aha. Der linke Arm hat Panzerung. Bist du... Ich hätte es dazu getan? Es kommt wahrscheinlich später. Gut. Haben unseren Kreuzritter. Dann haben wir lange noch gelabert. Aufträge. Zack. Wir wollen mehr Schrottteile. Attacke. Das mit dem Laden geht mir aber gerade gehörig auf die Nuss. Verwendetes Gewicht 30 Tonnen wahrscheinlich, ja. Auch wieder mit Schwierigkeit 5. Ist das dauerhaft so oder wird das noch schwerer? Geht das schneller, wenn ich bereit mache? Ich teste es nochmal. Wird geladen. Also wenn ich mit anderen Leuten spiele, so Koop, da könnte ich es vielleicht verstehen, dass man auch dann so Wartezeit einbaut oder so. Dass das Spiel so für beide synchronisiert wird oder so, ne? Aber beim Singleplayer kann ich das jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Na los! Starten in 3, 2, 1. Attention. Prepare for Battleback departure. Warning. Hangar doors opening. Stand clear. Reactor online. Sensors online. Weapons online. All systems nominal. Okay, Commander. We know very little about these raiders' overall strength or sheer numbers, so keep a sharp lookout for enemy units on your approach to that settlement. Copy that. Kreuzritter im Einsatz. Oh, motherfucker! Ist unser Freund oder Feind? Ne, das waren wir wahrscheinlich. Mal so schnell wie möglich hin zu der Basis, die wir verteidigen müssen. Wo kann ich dir denn den Namen da oben? Heinrich der Löwe. Nur Heinrich reicht. Das kann nicht mehr so förmlich sein. Ey, die werden schon angegriffen. There's the settlement up ahead, Commander. Looks like the raiders have already begun their attack.
Get in there and protect those civilians. On my way. Jetzt zittert ja. The raiders are attacking our settlement. There are women and children here. Ja, ich verstehe. Rihanna, something's interfering with my sensors. I think the raiders have set up some sort of jamming device nearby. I'll see if I can locate it. Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Oh. Target acquired. Erzogen, scheiße. Feuer! Die Basis wird so verrecken. Die armen Zivilisten. Ich treffe den gar nicht. Kann ich den überlaufen? Na, schade. Stop. Target destroyed. Und wo? Target acquired. Target destroyed. Na komm, wir sind da rum. Scheiß Flugviecher. Wenn man genau wüsste, von wo die kommen. Ah, ja, das sieht man es auf der Karte. The settlement is taking significant damage. You need to clear out these raiders now. Target destroyed. Ich arbeite dran. Gut, ich versuche hier irgendwie heile durchzukommen. Ohne viel zu kaputt zu machen. Ah. Target acquired. Target destroyed. Arschloch. Von da sind sie gekommen. Da ist noch ein Signal irgendwo. Was ist denn? Target acquired. Oh, ach, jetzt kommen sie von da. Ich versuche mal einen kaputt zu laufen. Ah, sorry. Ich war das nicht. Das waren die bösen Terroristen. Ups, das war ich auch nicht. Ich lauf dich jetzt kaputt. Arschloch, ich bin ein Kreuzritter, Wichser, du. Nice work. Okay, the civilians are safe for the moment. Unfortunately, it appears the raiders aren't done causing trouble just yet. They're headed for the company's main processing facility on the other side of the mountain. You need to get there and thwart that attack, Commander. Mhm. Understood. Ah, wir hätten besser sein können, wenn wir weniger da durchgelaufen wären. Oh, oh. Irgendwo ist hier noch einer. Jedoch, da ist noch was Rotes. Da müssen wir auch lang. Okay. Aber auch, dass die Objekte sich noch im Nachhinein irgendwie... Warum zittert der so? Ist das hier drin auch so? Ich glaube, die haben noch ein bisschen was dran zu arbeiten. Das ist ja hier Zitteraal. Hört das mal auf zu flackern? Das geht aufs Auge. Aber es ist doch Zitteraal. Mal auf.
mag vielleicht ein bisschen realistisch zu sein, aber... Wieder irgendwie? Nee, das wird nicht besser. Warte mal ganz kurz. Stopp. Maschinen mal runterfahren. Was ist das? Kann man das irgendwie ändern? Sichtfeld. Kann man das Sichtfeld ein bisschen irgendwie aufstocken? Fenstermodus? Vollbild. Komm, stellen wir auch auf Maximum. Was soll's? Glätte. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich dieses Wackeln von den Sachen da abschalten kann. Diesen Effekt. Wenn ihr es wisst, welcher Effekt das ist, schreibt es mal in die Kommentare. Es nervt. Kann man sich wirklich nicht antun. Wenn ich jetzt nicht mitten in der Mission wäre, würde ich das abbrechen. The jamming device the Raiders set up is at the top of this pass, Commander. You're going to have to manage as best you can until you're able to take it out. Guck da nicht hin. Oh Gott, sie sieht noch schlimmer aus. Alter, wie willst du denn da zielen? Hast du verloren? Wie willst du da zielen, ey? Okay, with that jamming device eliminated, your sensors should have cleared up. Yeah, much better. Your onboard radar should also be operational now. You'll be able to detect enemies at a significant distance. Just in time, too. That mining facility is getting hit hard, Commander. Habe ich jetzt was verpasst oder war es gerade, gehört das zur Mission? Weil jetzt ist es auf jeden Fall, geht's wieder. Ich meine, vielleicht hätten sie den Störsender, den ich hier gerade zerschossen habe. Ach du Scheiße. Target acquired. Na doch, den kannst du gleich mal als erstes visieren, den mag ich nicht. Scheiß Raketenwichser. Hier, den will ich haben. There's the facility. Destroy those radar units. Ja, ich verstehe. Roger that. You made it. We need your help. The Raiders are trying to destroy our facility. It's all we have. Target destroyed. Commander, the mining facility can't take much more damage and still remain operational. You need to eliminate the radar threat. Gut, ich glaube, ich habe gerade noch mehr das Gelände kaputt gemacht. Oder die ich fahre das nicht. Ah, du kannst ja echt nicht durchlaufen, ne? Kostet alles Geld. Sorry. Target acquired. Target destroyed. Oh, Scheiße. Oh
Laufen wir da irgendwie in den Hügel rum? Oh, das geht. So, nächstes Ziel. Laufe ich einfach kaputt. Ah, nicht kaputt laufen. Target acquired. Target destroyed. Gut. Haben wir auch. Haben wir noch irgendwo eins? Auf der anderen Seite. Oh! Wir haben Jump Packs! Jump Jet Fuel low. Jump Jet Fuel empty. Oh. Oh Gott! Füllt sich das wieder auf? Target acquired. Oh. Enemy VTOLs inbound on your position, Commander. Ja, ich weiß nicht jetzt wohin. Oh, da sind sie. Target acquired. Target destroyed. Scheiße. New target acquired. Target destroyed. Target destroyed. Target acquired. Na, der ist weit weg. Ah, hinter mir ist auch noch einer. New target acquired. Panzer. Jump jet fuel low. Jump jet fuel empty. So, machen wir das so. Das ist ja cool mit dem Jump Pack. Kreuzritter, ich mag dich. Jump jet fuel low. Wollte noch mal gegen ansprühen oder so. Bisschen, nicht, dass wir hier volle Elle. So, ein bisschen langsamer werden. Jetzt müsstet ihr doch. Target destroyed. Good work, Commander. That should make the mining company happy. Prepare for exfil. I'm on my way. Ja, die Mission ging eindeutig schneller. Hätte ich das vorher gewusst mit der Leertaste, hätte ich weniger kaputt gemacht. Der Kreuzritter hat bestimmt wieder einen Arm verloren. Oh, wir sind unbekannt. Yeah! Vorher waren wir ein bekannter Grünschnabel. Jetzt sind wir unbekannt. Das ging aber schnell. So, gucke mal. Was immer diesen HKB5BF ist, nimm mal mit. Da haben wir noch einen. Da haben wir noch einen. Ich habe das Gefühl, wir fahren richtig gut damit. Dass wir quasi Schrottteile nehmen. Hätten wir mehr C-Dingsbums genommen, dann hätten wir, wenn wir bei 315.000, so kommen wir jetzt auf 700.000 C-Credits, Noten, keine Ahnung.
haben da auch Level-Ups. Wir steigen ja schnell auf, ey. Gesamtschaden 30.000 diesmal, aber da haben wir uns auch schon ein bisschen verbessert. Jo, nett. Oh, warte mal. Unmittelbare Bedrohung. Major Rihanna Campbell. Hervorragende Arbeit. Diese Angreifer wollten den gesamten Bergbaubetrieb herunterfahren. Und dieser mobile Störsender hat uns fast ausgebremst. Okay, es lag nicht am Spiel, es war kein Bug. Glücklicherweise ist das dank dir nicht passiert. Echt, mir fällt gerade mal ein, wie oft hat man es, dass man denkt, es ist ein Bug und dann stellt sich heraus, es ist kein Bug. Meistens ist ein Bug oder ein Fehler des Spiels. Machen wir mal so. Sagen wir es mal so. So. Es gibt viele Menschen da unten, die dir heute ihr Leben verdanken. Ja, das freut mich, Rihanna. Das freut mich. Wir müssen was mit deinem Arm machen. Also wenn ich an deinen Arm irgendwelche, von mir aus auch noch leichte Laser montieren kann, bin ich glücklich. Diese Arme wirken nutzlos. Er kann ja nicht kloppen. Weil das cool wäre. So ein bisschen, wenn er mit hauen könnte. Und dann macht er die Arme selber kaputt. Aber ist ja egal. Einmal hoch zu Rihanna. Mal gucken, was sie zu erzählen hat. Commander, ja. It turns out the bastards who attacked us and who have set up the blockade are a mercenary outfit by the name of Black Inferno. Cooler Unfortunately, Name. That's about all we know at the moment. Spears and I will try to dig up more information if we can. The time will come when we can extract some proper vengeance. But right now, we have more pressing concerns. Inferno forces are closing in on our location. That means we only have a small window in which to fulfill our obligations to the mining company and haul ass out of here. The company wants us to take down the raiders for good by destroying their base of operations. Once that's done, they'll arrange passage for us aboard the inbound jump ship. I've detailed the mission briefing and it's waiting for your sign-off. You're free to launch whenever you're ready, Commander. Roger that. Mm-hmm. Der Centurion ist bereit. Verharrt. Hey Boss, gemäß dem, was Rihanna sagt, wird die nächste Mission ein bisschen schwierig. Gut, dass ich den Centurion fit wie eine Geige und einsatzbereit gemacht habe. Hey, er hat viel Feuerkraft, besonders im Vergleich zu dem Yelvin oder wie man den auch aussprechen mag. Ich sag jetzt Kreuzritter, so. Für den Fall, dass du aufrüsten möchtest, dachte ich, du solltest es wissen. Übrigens, gern geschehen, bin gerne zu Diensten. Alles, was ich tun kann, um uns von diesen verdammten Eiswürfeln zu befreien, Alter. Weißt du, was ich meine? Alles klar, das war's. Wir reden später. Ja, Centurion ist einsatzbereit. So, dann lass mich hier mal raus. Also man kann hier an sein Mac gehen und da einfach da runter davor. Okay. Gibt es einen Unterschied? Ne, wir kommen diese Ansicht. So, den müssen wir reparieren. 4 Tage, Start. Ich will immer einen einsatzbaren Mac haben. Was ist denn das für eine Kasper-Ausrüstung? Also die Lackierung meine ich, Entschuldigung. So, Ausstattung. Was ist mit deinem Arm, Junge? Das raff ich nicht. Was ist das? Rechter Arm. Ach, das ist der rechte Arm, Entschuldigung. Linker Arm ist einfach... ne, ist linker Torso, Entschuldigung. Wir könnten hier noch Raketen reinbauen wahrscheinlich. Wenn er energiemäßig das hinkriegt. Vielleicht müssen wir eine bessere Kühlung einbauen. Wo? Inventar. Markt. Ah, Markt. Wärmetauscher 7. Ein Standard-Wärmetauscher leitet die Wärme vom Mech ab und ermöglicht einen größeren Wärmeaufbau, bevor er zu einer Abschaltung kommt.
ne? Das ist gerade zerkühlt. Was haben wir im Inventar? Kapazität 1. Effizienz. Was haben wir denn da? Mehr haben wir denn nicht? Widerstandsfähigkeit 80. Also wir haben ihn quasi doppelt. Ach, warte. Das ist mein Inventar? Und wie komme ich zu... Nimmt's mir jetzt nicht übel, aber ich bin jetzt nicht hier... Das ist auch für mich Neuland hier. Kann ich... Kann ich diese Waffe jetzt einfach in den rechten Arm reinschmeißen? Wir hatten noch so eine geile Ansicht. Waffengruppen? Ah, fick dich mit deinen Waffengruppen. Umrüsten. 0 Tage. Ich Panzerung verwerfen, reparieren. Panzerung entfernen. Max Panzerung. Oh, das. Ein Schuss und tot, okay. Also das können wir machen. Super. Alles entfernen. Aha. Jetzt haben wir alles entfernt. Fuck. Scheiße. Ja, wie war's denn vorher? Der ist ja eher für lange Reichweite. Geht das? Boah, das sieht er aus. Dann nehmen wir doch den. Ja, sieht ein bisschen besser aus. Autokanone. Stufe 0. Stufe 1. Weil ich damit schon mal gespielt habe, oder was? Das ist eine Merlin Mini-Missile. Ja, nehmen wir die wieder rein. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich diesen Arm wegkriege. Das war jetzt meine Vermutung, meine Idee dahinter. Aber irgendwie... Packen wir die da wieder rein, so. Scheiße. So, den haben wir auch zweimal. Okay. Menge 7. Ich glaube, wir haben jetzt voll Scheiße gebaut. Ah. Das habe ich gesucht. Details. Wieso kann ich nicht hier einfach sagen, hier, Torso da noch was ranpacken? Warum geht das nicht? Und warum nicht diese Waffe rechts? Ich will diesen Arm montiert haben. Umrüsten. Ah, kostet noch extra. Ich hätte nichts dran machen sollen. Ja, dann hilft ja nichts, müssen wir warten. So, was sagt Tacho? Hm. Ich würde sagen, wir machen hier nochmal einen Break. Ich mache jetzt einen Break und ja, nächstes Mal spielen wir dann die Mission Abzug mit dem Centurion und ja,
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne mal ein Like und einen Kommentar da. Und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.